Heidelberger Schloss habe ich einen ganz besonderen Bezug, weil ich seit dem Beginn meines Studiums an der SAH hier meinen Rückzugsort gefunden habe, in dem man einfach super lernen und seinen Kopf frei bekommen kann. Ich habe mit dem Bachelorstudium in BWL an der SAH Hochschule Heidelberg angefangen und anschließend noch mein Master in internationales Mittelstandsmanagement mit dem Doppelabschluss MBA in San Antonio, Texas gemacht. Ich habe im Bachelor ein Auslandssemester in Kalifornien gemacht. Das war eine sehr, sehr schöne Erfahrung für mich, da man eben neben der akademischen Weiterentwicklung sich eben auch noch mal persönlich weiterentwickeln konnte. Man hat sich besser kennengelernt, man wurde selbstständiger und das ist auf jeden Fall eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte und die ich auch jedem empfehlen würde. Die SAH habe ich damals auf einer Hochschulmesse kennengelernt und was mich damals eben überzeugt hat, dort zu studieren, war einmal eben der sehr hohe Anteil an Praxisbezug und die kleinen Gruppen und der enge Kontakt zu den Professoren, was ich auch wirklich im Laufe des Studiums immer in Anspruch genommen habe und was mir immer sehr, sehr weitergeholfen hat. Ein weiteres Highlight meines Bachelorstudiums war dann eben nochmal ganz am Ende bei der Graduierungsfeier, bei der ich den Innovationspreis für meine Bachelor-Thesis erhalten hatte. Die Bachelor-Thesis hatte ich damals beim Unternehmen Roche in Mannheim geschrieben. Ich habe dann während meinem Bachelorstudium den Standort Heidelberg kennen und lieben gelernt und gerade hier am Heidelberger Schloss kann man einfach nochmal so richtig abschalten und die Aussicht auf diese schöne Stadt genießen. Ich habe mich nach meinem Bachelorstudium noch für ein Masterstudium des internationalen Mittelstandsmanagements entschieden, auch an der SAH Hochschule Heidelberg, weil mich auf der einen Seite im Bachelorstudium das Core-Modell überzeugt hat, aber eben auch die Option auf einen Doppelabschluss mit MBA in Amerika. Im Rahmen des Doppelabschlusses im Master habe ich dann noch den MBA in San Antonio, Texas in den USA erlangt. Dort war ich für 10 Monate zum Studium und habe im Anschluss noch ein Praktikum dort gemacht. Und das ganze Jahr dort, das hat mich eben nochmal persönlich, aber auch natürlich akademisch sehr, sehr geprägt und weitergebracht. Und es haben sich dadurch eben nochmal viele Chancen und Erfahrungen geöffnet, wie zum Beispiel die Teilnahme an der Business Plan Competition, die ich damals mit meinem Bruder zusammen gewonnen hatte. Was ich an meiner Zeit in San Antonio sehr geschätzt habe, war eben, dass nicht nur die Unterstützung von Seiten der deutschen Hochschule kam, sondern auch von Beginn an wurde man dort von verschiedenen Leuten sehr, sehr unterstützt bei dem, was man machen möchte. Und auch die Stadt San Antonio als solche habe ich eben sehr, sehr schätzen gelernt, da es eben auch noch sehr viel zu bieten hat auf kultureller Weise, aber man eben auch in seiner Freizeit noch sehr schöne Sachen dort unternehmen konnte. Seit Mitte des Jahres habe ich nun mein Promotionsstudium an der EBS in Österreich-Winkel aufgenommen, bei der ich mich eben mit der Pharmaindustrie und der Digitalisierung im Rahmen des strategischen Marketings beschäftige.